Wenn bei Volkswagen eine Modellpflege ansteht, ist neben den optischen Retuschen auch immer jede Menge Technik und digitale Aufwertung im Spiel. Einst aus dem eher glücklosen heckgetriebenen 411er hervorgegangen, besetzt er seit 1973 erfolgreich das Mittelklasse-Segment. Dementsprechend bemüht ist man auch diesmal um sein Klientel. Der Passat ist natürlich hauptsächlich für uns ein Unternehmerfahrzeug. Das liegt einfach daran, dass das Auto sehr laufruhig ist, für sehr viel Langstreckenfahrer auch gedacht ist. Man kann es aber trotzdem auch dann zu Hause nur mit der Familie perfekt nutzen, weil es ein sehr großes Fahrzeug ist mit viel Kofferraum. Interessant auch die Argumentation für Flottenbetreiber. Für uns bei Volkswagen ganz wesentlich sind natürlich die Kosten pro Kilometer. Das ist ja für einen Unternehmer ganz eine wesentliche Kennzahl und da kann der Passat wesentlich punkten. Er ist ja auch das begehrteste Fahrzeug in diesem Segment und da wollen wir auch mit der Produktaufwertung natürlich voll draufbleiben. Ersten Applaus für den neuen Passat gab es auch von der heimischen Presse. Ja, dass wirklich die alten Qualitäten in noch verfeinerter Form und aktualisierter Form hier in Hülle und Fülle vorhanden sind. Das heißt, dieses Auto ist wirklich unter Berücksichtigung seiner bisher schon bekannten Fähigkeiten und Qualitäten absolut perfekt geworden und für Langstreckenfahrer natürlich eine Traumalternative. Ähnlich die Meinung eines heimischen Flottenexperten. Ja, man merkt, dass das Auto im Detail einfach verfeinert wurde, trotzdem den Charakter beibehalten hat, einfach modernisiert mit mehr Technik drinnen und fährt sich immer noch sehr gut. Wie so oft bei Volkswagen gilt die Devise, weniger ist mehr. Neue Stoßfänger, LED-Lichter und größere Radreifenkombinationen. Viel Neues gibt es aber beim Thema Motorisierung. Hier reicht das Leistungsspektrum von 120 bis 240 PS. Neben den Benzinern mit 150 PS und 190 PS gibt es auch einen Hybridantrieb. Er basiert auf dem des bisherigen GTE, ist aber um 31% leistungsfähiger geworden. Vor allem die mögliche Fahrstrecke im reinen Elektrobetrieb ist dank eines kräftigeren Akkus auf 55 Kilometer im WLTP-Messzyklus gestiegen, was 70 Kilometern Reichweite nach NEFZ entspricht.